ich Sie einladen auf ein hochkarätiges Adventkonzert am 4. Dezember um 15 Uhr, da in dieser wunderbaren Stadtpfarrkirche von Grein an der Donau. Da musizieren die Bläser vom Wiener Waldhornverein, dann weiters die Gruppe Ipsfeldstreich und die Hausherren sozusagen von der Musikschule Grein. Diese Gruppe hinter mir da, Greinbrass. Ich werde auch ein bisschen mitwirken und freue mich riesig auf ein Wiedersehen. Thank you.
16. Dezember finden hier in der Stadtpfarrkirche in Grein die Adventklänge an der Donau statt. Mitwirkende sind der Chor 70 aus Heinfeld, die Hafenspielerin Elisabeth Buchinger, der Kärntner Viergesang und Grind Brass. Und ich werde Ihnen dazu einige hübsche Weihnachtsgeschichten vorlesen. Mein Name ist übrigens Frank Hoffmann. Thank you.
den Sonntag Gaudete, freut euch. Und der Advent und seine Blüten, die ja zum Schmunzeln sind. Eine davon, der Friedensengel. Jetzt haben sie und ich wegen dem Friedensengel Ersatz gekriegt, aber schon so, dass es gut wenn direkt weggeht. Aber ich verzeihe die Geschichte. Vor ich soll Advent haben Frauen, die einmal zu einem Adventmarkt gefahren. Eigentlich schon wieder Christkindlmarkt, weil wir ja schon am 23. Dezember gehabt haben. Da schneidet das heute so dahin oder besser gesagt, du tagelst hinter deiner Frau noch hin. Bleib stehen, wenn sie stehen bleibt, gehst weiter, wenn sie weiter geht und hoffst, dass hinter der nächsten Kurve endlich das End für die Standard zum Sehen ist. Mir ist deswegen übergleich Fahrt und ich kann es bis heute nicht verstehen, warum man sich das so intensiv anschauen muss. Das wiederholt sich alles ständig. Aber sie tut bei jedem Stand, wie man es die dargebotenen Antike und Handarbeiten, das allererste Mal sagt. Nur das Ärger ist, wenn sie ein Verkaufsinteresse bekundet, aber sie kann sich nicht entscheiden, bei was für einem Stand das einkauft. Da heißt es dann oft immer ein Stück zurück und bei einem anderen Stand schauen, dann wieder viele gehen und nur mal zurück, weil es dort dumm angeblich die Schöne haben. Genauso ist es mit dem Friedensengel gewesen. Drei Standel haben in etwa dasselbe Produkt angeboten. Einen wunderbaren schönen Engel mit einer Pergamentrolle in die Hand, auf deren der Spruch gestanden ist und Friede den Menschen auf Erden. Und für die drei in Frage gekommenen Friedensengel hat sie sich noch lange hin und her unendlich für einen entschieden. Der ist auch akustisch zum Wahrnehmen gewesen. Man hat ihn einmal aktivieren müssen, dann ist er einsatzfähig gewesen. Das heißt, er hat auf Geräusche reagiert. Sobald es getätlatscht hast, hat der Plastikfriedensengel losgelegt. Mit seinem komischen Computerspiel hat ihn dann singen gehört und Friede den Menschen auf Erden. Sie haben den anderen Tag gleich auf dem Christbaum ganz oben aufgestanden, spitz. Für das ist er vorgesehen, weil da der Rückkehr und hat er ganz gut ausgeschaut mit seiner Pergamentrolle in die Hände und den leicht geöffneten Mund, wo man dann, wenn man gelatscht hat, seine inbrünstige Fieselstimme mit den erwähnten Sprechgesang und Friede den Menschen auf Erden serviert gekriegt hat. Die ersten Tage nach Weihnachten ja, das ist ganz lustig gewesen. Jetzt hat er mal gelatscht und so hat der Friedensengel und Friede den Menschen auf ihren Ohren geschmettert von Christbaum. Aber mit der Zeit ist mir das Singen, wenn man sogar so nennen hat können, überhöht auf Nerven gegangen. Nur dazu haben wir drauf gekommen, dass der Friedensengel nicht netter aufs Klatschen an nur reagiert. Ah, beim Fernsehen hat er alle Augen sein Frieden auf Erden angefangen. Kam auf der Grimme oder an Western eingeschaltet, wo er wenn geschossen worden ist. Hat der Lappisch Friedensengel schon wieder reingefangen. Und ausschalten hat es nicht mehr gegeben. Einmal aktiviert, hast schon verspielt. Er hat sich einfach immer rausbringen lassen bei seiner Friedensbotschaft. Der Engel muss weg, hat gesagt. Ich lasse mir von dem Friedensengel damit um meinen Weihnachtsfrieden bringen. Ui, da ist es aufgegangen. Der Engel bleibt, wo er ist, hat es schier gebitzelt. Der passt so schön auf wie auf den Christbaum. Ein wenig ein Hinweis auf den Frieden, müsst ihr da noch ausholen. Also ist es hin und her gegangen und ohne Wort hat das angegeben. Ist das mal halber wieder lauter worden. Auf das hat der Friedensengel scheinbar gerade gepasst. Ob einen gewissen Lernwegel oder überhaupt keine Ruhe ging und hat sich mit seinen unfriedenden Menschen auf Erden dauernd in unseren Streitertreib gemischt. Da habe ich mich einmal so aufgeregt,
was ich mit der Faust in die Schwäne getaut hat, wo sofort wieder ein Neues und Friede den Menschen auf Erden erzeugt hat. Ich habe meiner Frau angetan, dass sie auszieht, weil dein Engel seine Botschaft heute nicht mehr aus. Entweder der Engel oder ich. Habe ich gesagt, such das aus. So ist die ganzen Weihnachtsfeiertage zu einem Streit hin, bis wir uns schließlich auf einen Kompromiss geeinigt haben. Der Friedensengel ist von Christbaum angekommen und ins Schlafzimmer verfragt worden. Im Schlafzimmer, da verdurrt er nichts, hat sie gesagt. Da steht eh ein Wasser mit Taubenast und der Weihnachtsstern. Da sitzt man nervig und hat er seine Ruhe. Auf dem Vorschlag bei mir aus. Ein Schlafzimmer hat er seinen Frieden, weil man denkt. Da wird ihm sein Geschreier schon vergehen. Aber ich habe ihn enttäuscht. Bei den anderen Tagen der Früh habe ich den Schlafzimmer nicht mehr gesehen. Wo ist denn der Friedensengel? Habe ich beim Frühstück gefragt. Ist er leicht bei der Nacht ausgeflogen? Nein, hat sich Grantig zurückgegeben. Den habe ich am Doppelmann verraten. Muss nicht einmal dein Schnorchel da und dann denkt seine Friedenskunde da. Und er ist schon selber nicht gescheit geschlafen. Du schnurrst die ganze Zeit und bei jedem Schnupper von dir hat der Friedensengel und Friede den Menschen auf Erden. Und jetzt halt nur vom Frieden auf Erden. Nächstes Jahr feiern wir wieder friedliche Weihnachten.